Leute, willkommen zur allerersten Apex Legends Flashback-Serie. Wer das Ankündigungsvideo vor wenigen Stunden oder wenigen Tagen nicht mitbekommen hat, um was geht's grob? Ich werde in den nächsten Wochen, ich versuche es zumindest, 1 bis 2 Videos pro Woche hochzuladen. Ich nehme chronologisch mir pro Video eine Season vor und zeige euch, was gab's da Neues? Attachments, Legenden, Waffen, Map-Änderungen, Battle Pass und so weiter und so fort. Wie hat sich das Spiel Stand Pre-Season, Season 0 vom 4. Februar 2019 bis Stand jetzt? Wir haben jetzt den, ich glaube, 27. Oktober, wo ich dieses Video aufnehme, oder? Ja, der 27. Oktober, Season 22. Es wird quasi, diese Reihe geht bis irgendwann Mitte Season 23 wahrscheinlich. Ich möchte euch einfach... oder wir wollen der Apex Legends Flaute ein wenig entgegenwirken. Ihr merkt selber, auf meinem Kanal ist es recht ruhig geworden. Es gibt kaum noch News, weil es einfach kaum noch Dataminer gibt, die irgendwo was finden. Und deswegen diese Reihe, finde ich eine richtig coole Idee. Es wird eine Menge Nostalgie geben. Wir fangen heute mit der Preseason an, damit ihr grob jetzt wisst, worum es geht. Also ich fange in jedem Video mit dem Launch-Trailer an. Ich zeige euch die Charakter-Trailer. Ich zeige euch hier alle Grundcharakter. Das sind 8 Stück an der Zahl. Zeige ich euch natürlich auch den Charakter-Trailer, den Havoc-Trailer und so weiter und so fort. Und wenn ich euch gleich den Launch-Trailer gezeigt habe, gehe ich erstmal eine Liste durch, grob. Es wird vielleicht nicht vollständig sein, vervollständigt es gerne in die Kommentare. Ich zeige euch grob mal eine Liste, was zum Release noch nicht drin war. Wirklich grob angerissen. Wie gesagt, es wird nicht vollständig sein. Und in jedem Video seht ihr dann, was kam neu dazu, was ist vielleicht rausgeflogen und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Schaut euch vielleicht nochmal die Ankündigung an. Und wir starten direkt mit dem Launch-Trailer und ich werde natürlich hier und da meinen Senf dazugeben, wenn ich denn noch was dazu sagen kann. Viel Spaß jetzt mit dem Launch-Trailer zu Preseason Apex Legends. Liberation from the IMC brought chaos to the Outlands and the revival of an old blood sport. Some legends fight for fortune, others answers. But we shall all be forged in the glorious realm. Mirage, quiet. Path, are we clear? This is my favorite part. Exciting. Jackpot. Don't mind if I do. Back off. But guys, I'm a legend in this thing. Legends don't choke under pressure. Death is inevitable. It's calling you. Death, I said hello. So that clears things up. This is mine. Yours? If it wasn't for me, you'd still be laying down on the job. Did your weapon malfunction? Or did you? Now you see me, now you don't. Sorry, did I confuse you? Mother. Isn't sneaky your specialty? I believe with 10 kills, the loot should be mine. That's a made-up number. Game over. Thanks for playing. High five? Right, so I think we're all in agreement that I'm the one... They know where you are. You've been spotted. Grenade. Check out the loot they left Gibraltar. So, das war der Launch-Trailer. Ihr werdet sicherlich das ein oder andere schon entdeckt haben. Das werdet ihr auch gleich in den ganzen Legenden-Trailern sehen, wie sich vielleicht die ein oder andere Legende, speziell Lifeline, verändert hat. Und alle Lifeline-Mains, die lange genug dabei sind, die wissen, was ich meine wahrscheinlich. Wir gehen jetzt erstmal eine grobe Liste durch, was es nicht gab, damit ihr schon mal seht, wie sich Stand jetzt Season 22 das Spiel überhaupt verändert hat. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, ich reiße es grob an. Was gab es nicht? Natürlich viele Legenden und Waffen, sollte klar sein. Die ganzen neuen Maps, released wurde nur mit Kings Canyon und es hat auch 3 Seasons gedauert. In Season 3 gab es dann die erste neue Map, World's Edge. Map-Änderungen im Allgemeinen. Es gab die ganzen Modi wie Team Deathmatch, Gunrun, Duo und Co. gab es
alle nicht. Es gab nur Trios und ich glaube, das war es erstmal. Ranked gab es auch noch nicht, kam auch erst später. Es gab verschiedene Aufsätze früher noch nicht. Mobile Respawn Beacon, Heat Shields gab es früher nicht. Das Waffen Mastery System, Evo Schilde plus rote Stufe gab es früher nicht. Früher hat man wirklich sämtliche Stufen auf dem Ground Loot gefunden. Es gab nicht das Evo System, wo du über Damage deine Schilde farmst. Munitionsarten gab es verschiedene noch nicht. Replikatoren gab es nicht. Erbstücksplitter gab es nicht. Und das ganze Erbstücksystem. Es gab zum Release nur ein einziges Erbstück. Und das war das von Wraith. Die Wahrscheinlichkeit 1 zu 500 soll wohl angeblich nach wie vor so sein. Auch wenn ich das stark bezweifle mittlerweile. Das Mythic-Skin-System gab es natürlich auch noch nicht. Es gab verschiedene Währungen noch nicht. Das Perk-System gab es nicht. Skydives, Emotes, die Legendenklassen gab es nicht. Und die Care-Package-Waffen waren früher Gold. Diese rote Stufe gab es früher auch noch nicht. Da war es nur die Kraber und, wenn ich mich nicht irre, die Mastiff. Beide Gold. Und die Mastiff war früher unwahrscheinlich heftig. Und auch die goldenen Floor-Loot-Waffen dementsprechend gab es auch nicht. Sticker für deine Heil-Items und den ganzen Spaß gab es auch nicht. Und sicherlich eine Menge mehr. Wenn ihr es vervollständigen könnt, haut's gerne rein. Fangen wir jetzt an mit den ganzen Legenden-Trailern. Oder ich würde sagen, wir gehen erstmal grob durch, was die Grundversion von Apex Legends war. Für die, die vielleicht dann die Legenden-Trailer nicht sehen wollen, weil das dann zu lange dauert, die können dann im Zweifel wegschalten. Das heißt, wir wechseln jetzt einmal hier rüber auf die Apex Legends Wiki-Seite. Und hier und da wird auch die Wiki-Seite vielleicht nicht vollständig sein. Und der Nachteil ist, manche Informationen sind der heutige Stand und nicht der Stand, wie sie in Season 0 zum Beispiel waren. Deswegen kann ich auch auf verschiedene Metas kaum eingehen. Und ich würde sagen, wir gehen mal grob durch. Und wundert euch nicht über den schwarzen Balken mit Wraith im Vordergrund. Diese Seite ist voll geballert mit Werbung und ich möchte so wenig Werbung wie möglich zeigen. Wir scrollen einfach mal durch. Ihr seht, hier oben steht Preseason. Neue Waffe war eben die Havoc. Feature Map war Kings Canyon. Vom 4. Februar bis zum 19. März 2019 ging die Season und dann startete Season 1. Wild Frontier war der Name und es gab ein Event in der Preseason, das Valentins-Event. Ist kaum der Rede wert, weil das Event selber eigentlich kaum was war. Was haben wir noch? Wir hatten 6 Standard-Legenden, 2, die wir freischalten konnten, entweder durch Coins oder durch legendäre Token. Das System ist nach wie vor noch bestehen, was gut ist. Die Standardlegenden seht ihr hier. Wir hatten Bangalore, Bloodhound, Gibby, Lifeline, Pathfinder, Wraith und optional zum Freischalten war Caustic und Mirage. Die konntest du freischalten. Wie gesagt, ich zeige euch gleich noch die Legenden-Trailer. Die gehen ungefähr eine Minute und ein paar Sekunden. Und hier und da seht ihr vielleicht schon, wie sich die Legenden-Stand Preseason zu Season 22 eben verändert haben. Wie gesagt, Lifeline ist das beste Beispiel. Die neue Waffe, die Havoc. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Waffenliste, was wir für Waffen am Anfang von Apex Legends hatten. Jetzt zappen wir hier ein bisschen durch, weil es hier eine Menge Informationen gibt. Wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, die Havoc kam ungefähr 1 oder 2 Wochen später nach Release. Dort gab es die erste neue Waffe, die Havoc. Dann hatten wir die Flatline, die 301 und die Hemlock. Die Nemesis kam erst später. Dazu dann mehr, wenn dann die Season dran ist. SMGs hatten wir die Alternator, die Prowler. Und die 99, die K und die Volt kamen auch später erst dazu. LMGs, die Devotion, da musste ich echt eine Weile überlegen, ob die am Anfang schon dabei war. Aber ich glaube, die Devotion, wie gesagt, ich bin auch nicht allwissend, die Devotion müsste eigentlich auch von Anfang an dabei gewesen sein. Und die Spitfire war von Anfang an dabei. Marksman-Waffen als untergeordnete Waffengattung gab es vorher nicht. Es gab entweder Sniper oder Nicht-Sniper. Also eigentlich war die G7 und die Triple Tag eine Sniper-Waffe. Die Untergattung Marksman kam erst später dazu. Ich glaube, mit der Einführung von der Repeater oder dem Bowcheck, ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls, wie gesagt, Sniper-Waffen. Und es war zum Beispiel bei der
G7 auch so und bei vielen anderen Waffen, dass du auch, du konntest bei der G7 zum Beispiel auch das goldene Tracker-Visier, das 10-fach-Scope-Visier oder auch das 4-8er-Visier draufschmeißen. Das haben die dann irgendwann mal geändert. Ob das jetzt so im Detail für die Season, wo das geändert wurde, auch hier schreiben, weiß ich nicht. Ansonsten müssen wir das leider so hinnehmen. Dann hatten wir die Sniper-Gattung natürlich. Die Charge Rifle gab es noch nicht. Die Longbow gab es und natürlich die Craver gab es auch als Care Package Waffe und wird auch immer eine Care Package Waffe bleiben und ist auch die einzige Waffe, die niemals keine Care Package Waffe war. So, habe ich das richtig ausgedrückt? Ich glaube schon. So, Sentinel und Charge Rifle, wie gesagt, kam später dazu. Shotguns. Shotguns sind alle Shotguns seit Anfang an dabei. Wie gesagt, die Mastiff war zur Preseason und einige Seasons danach ebenfalls eine Care-Package-Waffe, hat eine Weile gedauert, bis dann irgendwann eine Rotation zwischen verschiedenen Waffen reinkam. Und auch die Pistolen sind von Anfang an alle dabei. Die 45, die P20 und die Wingman. Ja, ansonsten gehen wir jetzt erstmal hier wieder raus und gehen auf die Havoc. Jetzt springt das hier so ein bisschen hin und her. Und ihr seht, die Havoc natürlich eine Energy-Waffe, unendlich Munition. Und ihr seht eben, und das ist das Ärgerliche, so ein bisschen den Stand. Aktuell ist es nicht ganz auf Stand, weil ihr seht immer noch den Turbocharger. Den Turbolader haben sie in Season 22 rausgepatcht. Und in der Preseason war es ja so, und deswegen finde ich das schade, dass das nicht der aktuelle Stand Season 0 oder Preseason ist, weil, das seht ihr auch gleich in dem Havoc-Trailer, den mache ich gleich am besten mal nach der Havoc hier an, eigentlich gab es noch den Fire-Receiving-Mod. Man konnte die Havoc auch im Einzelfeuerschuss schießen. Das war so ein Ladestrahl. Der hat es echt in sich gehabt, war aber echt nicht so einfach zu treffen. Leider, leider. Und ich glaube auch die erweiterten Energy Max gab es zum Release nicht. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne berichtigen. Schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare. Wie fandet ihr den Stand? Seit welcher Season seid ihr dabei? Und natürlich in den Folgevideos schreibt einfach rein, seit wann wart ihr dabei? Das würde ich echt auf jeden Fall richtig cool finden. Ansonsten gehen wir jetzt hier natürlich nicht durch, wie der Damage so war. Und ansonsten gibt es zur Preseason eigentlich nur noch zu berichten. Natürlich Kings Canyon ist die einzige Map, die Stand da aktiv war und das Valentins-Event. Und gleich starten wir die Trailer, weil mehr kommt dann erstmal nicht. Das Valentins-Event fing an am 13. Februar und ging bis zum 19. Es gibt nicht viel dazu zu berichten. Es war ein ganz normaler Standardmodus. Es hat sich in dem Spiel nichts geändert, außer dass wir ein paar Badges oder diese eine Badge freischalten konnten. Die gab es, glaube ich, auch nie wieder. Und es gab diesen Longbow-Skin, diesen Longbow-Valentin-Skin, der eigentlich auch recht nice aussah. Der kam, glaube ich, auch nie wieder. Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Und es gab diesen Banner-Frame. Und mehr gibt es zur Preseason, denke ich, nicht zu erzählen. Übrigens, so sah der Loading-Screen aus, wenn wir in der Lobby waren. Extrem leer. Es gab nur Play, Legend, Armory und Store. Und ansonsten, wenn ihr jetzt mal reinguckt, wie aktuell der Loading-Screen aussieht, da seht ihr, dass sich das echt gewaltig geändert hat. Und da wir jetzt gerade bei der Havoc waren, würde ich sagen, ziehen wir erstmal den Havoc-Trailer vor. Und dann seht ihr vielleicht auch so ein Stück weit, wie die Havoc sich verändert hat. Feuer frei. Hier seht ihr es, Select Fire. Hier grätsche ich einfach mal dazwischen. Früher gab es die Havoc eben mit Select Fire, mit einem Einzelschuss, der sehr präzise war. Ich glaube, es gab da auch keinen Bullet Drop, keinen Abfall der Kugeln. Wenn du drauf warst, warst du drauf. Ähnlich wie bei der Charge Rifle früher. Und natürlich der Turbolader. Und mittlerweile hat die Havoc gar keine Aufsätze mehr. Hier habt ihr gerade den Loading, den Ladestrahl gesehen. Für die, die es nicht kennen, zack, dauert ein paar Sekündchen und dann geht's los. Hier übrigens Wraith, habt ihr es gesehen? Wraith beleuchten wir ja gleich im Legenden-Trailer, aber man sieht es eben eindrucksvoll. Zack,
Das ist ein einziger Knopfdruck gewesen. Es gab früher keine Aktivierungszeit. Du hast die taktische Fähigkeit aktiviert und du warst sofort unsichtbar. Extrem heftig bei Wraith damals. So, und das war der Havoc-Trailer. Die Havoc hat sich Stand jetzt gewaltig verändert. Wie gesagt, Schaden, Patches und so weiter, Nerfs, Buffs, lass mal alles weg, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Und ich denke auch, dass dieses Preseason-Video das längste sein wird, weil es einfach verdammt viele Trailer zu sehen gibt. Wir fangen mit dem, oder wir machen mit dem Gibi-Trailer weiter. Wundert euch übrigens nicht, dass ich es ein bisschen leiser gestaltet habe, weil hier und da gibt es Musik in den Trailern und wenn die Musik zu laut ist, werden leider diese Videos immer gestrikt mit dem Copyright-Strike, was ja schade ist. Ich überlege gerade übrigens, wie hat sich Gibi über Zeit verändert. Es gab, glaube ich, bis auf Anpassungen von Cooldown und so weiter und vielleicht ein bisschen Wirkungsbereich, gab es kaum Veränderungen. Wie gesagt, das Perk-System, das müsst ihr euch jetzt hier noch ganz lange rausdenken. Das kam erst so spät. Das war Gibi. Weiter geht's mit Lifeline und hier sieht man eindrucksvoll, wie sich Lifeline über die Zeit verändert hat. Also es ist eigentlich eine krasse Hauptänderung, die werdet ihr sehen. Und die sollte gleich passieren und zwar genau jetzt. Da ist es, das Combat Medical Kit oder dieses Combat Schild. Du konntest früher mit Lifeline nur eine Legende aufheben. Es gab das früher die Option nicht, dass du die Drohne einfach dahin schmeißt und sie aufhebst mit der Aktivierungstaste, sondern du musstest dich vor die Legende hocken, wie ihr es hier eben seht. Und dann gab es dieses Schild und meiner Meinung nach war es auch nicht möglich, dieses Schild zu durchbrechen, kaputt zu schießen. Du konntest, klar, du konntest durchlaufen. Und so war lange Zeit Lifeline eine der meistgepicktesten Legenden und das war extrem stark. Viele wünschen sich das Schild lange zurück, weil es mittlerweile viel bessere Legenden gibt, wie zum Beispiel Newcastle, wo du je nachdem auf Stufe deines Knockdown-Schildes die Gegner richtig gut holen kannst. Natürlich, die Drohne hat sich über die Zeit verändert, die Distanz der Drohne hat sich verändert. Deutlich höhere Distanz, schnellere Heilungsrate. Da hat sich eine Menge verändert oder auch, ich glaube, früher war es sogar so, dass du nur eine Legende heilen konntest. Konnten sich mehrere gleichzeitig heilen? Ich bin mir nicht sicher, ob das früher ging. Dafür ist es wirklich zu lange her. Das war der Legenden-Trailer. Wie gesagt, ich werde vielleicht hier und da einiges vergessen. Mirage hat sich, glaube ich, auch über die Zeit extrem verändert. Aber ich habe ihn so selten gespielt, dass ich jetzt hier echt ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Ich bin mir nicht sicher. Genau, man hat gesehen, die Decoys haben sich in der Ulti nicht bewegt. Das hat sich über die Zeit verändert. Na klar, der Decoy, die Falle, das ist klar. Da hat sich nicht viel getan, außer dass du irgendwann über Zeit die lenken konntest, die aktivieren konntest. Und ansonsten fällt mir zu Mirage tatsächlich nicht viel mehr ein. Jetzt haben wir mein Liebling Pathfinder. Da hat sich, glaube ich, natürlich die Reichweite der Zipline hat sich enorm geändert. Ich glaube, die ist mittlerweile fast doppelt so lang. Der Grappling Hook, da kann ich euch sagen, hat sich in dem Fall extrem geändert. Die Cooldown wurde drastisch angehoben. Früher konntest du, glaube ich, alle 10 oder 15 Sekunden deinen Grappling Hook aktivieren. Das hat sich ja jetzt extrem verändert. Und hier die Reichweite, ihr habt es gesehen. Ich glaube, das war schon grob die Maximalreichweite. Das hat sich auch enorm geändert und mit dem Perk-System sowieso nochmal ein Stück weit. Und ansonsten konnte man von Anfang an natürlich gegnerische Legenden angrappeln. Viel mehr fällt mir jetzt auch zu Pathfinder nicht ein. Wraith hat sich auch stark verändert, das muss man sagen. Hatte ich gerade schon in dem Launch-Trailer gesagt, die Aktivierung der Unsichtbarkeit war wirklich sofort Tastendruck und du warst sofort unsichtbar. Und ich glaube auch, die Unsichtbarkeit hat länger angehalten. Was wir jetzt hier, glaube ich, nicht sehen, ihr Naruto-Run. Wenn sie gerannt ist, war sie in einer geduckteren Haltung. Das sieht man, glaube ich, hier sehr schlecht. Das hat man, glaube ich, im Launch-Trailer auch gesehen. Und sie war deutlich schwerer zu treffen. Reichweite des Portals und auch die Cooldown hat sich eine Menge getan.
Aber der Naruto-Run war wirklich, viele fanden den OP, weil sie wirklich in extrem, sie hatte so schon die kleinste Hitbox und wenn sie gerannt ist, so mit den Armen ausgestreckt, das sah wirklich so Naruto-mäßig an, aus, war sie schon am schwierigsten zu treffen, wenn sie geflüchtet ist und naja, alles anderes Geschichte. Bangalore. Bei Bangalore hat sich, glaube ich, auch nicht so viel geändert, wenn man jetzt mal sich das Perk-System wegdenkt, außer dass ihr Smoke mittlerweile seit ein oder zwei Seasons nicht mehr so useful ist, würde ich mal sagen, weil man mittlerweile, selbst wenn du, wenn ich jetzt als Bangalore den Smoke schmeiße, selbst die Gegner sehen dich so weiß gehighlightet. Das ist eine Änderung, die ich überhaupt nicht feiere. Finde ich sehr, sehr schade. Wenn ich Bangalore spiele, würde ich es geil finden, wenn ich die Gegner gehighlightet sehe, aber nicht die Gegner auch mich im Gegenzug. Dadurch ist es so einfach, im Smoke die Gegner zu spotten. Ja, ansonsten haben wir jetzt noch Bloodhound. Bloodhound hat sich natürlich auch eine ganze, ganze Menge getan. Die Grundversion war Scannen und die Steps tracken. Und natürlich die ultimative Fähigkeit. Habt's gesehen? Man hat nur ein Standbild, glaube ich, gesehen beim Scannen. Mittlerweile hatte sich das über die Zeit auch geändert, dass du die bewegten Bilder gesehen hast. Wenn die Legende sich noch eine Weile bewegt hat, hast du über Zeit natürlich auch gesehen, wo die Ge Legende hinläuft. Aber ansonsten, ja, hat sich Bloodhound schon ordentlich verändert noch. Und natürlich meine Lieblingslegende, Caustic. Was hat sich bei Caustic groß getan? Ja, wie lange hält eine Gasfalle an? Wie lange sprüht die Gas? Wie lange hält die ultimative Fähigkeit, die Gasgranate, die Reichweite der Gas, Ulti oder auch der Schadenstick hat sich über die Zeit enorm verändert, wurde mehrfach angepasst. Und ansonsten fällt mir eigentlich nicht viel mehr zu den Legenden ein. Es würde wahrscheinlich, würde mir noch viel mehr einfallen. Aber so im Groben für die Preseason habe ich, denke ich, genug erzählt. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Freut euch auf das nächste Video. Das nächste Video wird dann natürlich Season 1 sein. Dort haben wir schon die ersten Änderungen. Ich glaube, auf Kings Canyon hat sich schon einiges getan. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder kam es erst in Season 2? Auf jeden Fall kriegen wir dort schon die erste Legende Octane und einiges mehr. Und ich glaube auch schon die nächste Waffe. Freut euch auf jeden Fall auf das zweite Video. Ich bin gespannt auf eure Reaktion, wie ihr diese neue Serie findet. Dauert, wie gesagt, ein paar Wochen, ein paar Monate, bis die dann abgedreht ist. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.